Lieber Dandina, die Ausstellung Roads Not Taken, oder es hätte auch anders kommen können, beruht auf einem Konzept, das Sie entwickelt haben und das Sie zusammen mit dem kuratorischen Team des DRM umgesetzt haben in enger Verbindung. Bevor wir zur Ausstellung selbst kommen und den konzeptionellen Gedanken, die dahinter stehen, möchte ich Sie aber kurz vorstellen. Sie sind Vorsitzender der Alfred Landecker Foundation, Stiftung für Demokratie, und Professor für moderne Geschichte der Hebräischen Universität in Jerusalem. Bis 2014 haben Sie das Simon Dubnow-Institut für jüdische Geschichte in Leipzig geleitet und waren dort eben auch Professor für Geschichte an der Universität Leipzig. Aus den zahlreichen Werken und Aufsätzen, die Sie geschrieben haben, möchte ich eigentlich nur zwei Monographien erwähnen. Das kürzlich erschienene Buch, das eben auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war, Ein anderer Krieg, das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg 1935 bis 1942 und das Jahrhundert verstehen 1917 bis 1989. Wie in Ihren Aufsätzen und Büchern insgesamt, nehmen Sie dabei in diesen Werken eine eigentlich sehr anregend außergewöhnliche Perspektive ein, indem Sie es schaffen, deutsche bzw. europäische Geschichte mit außereuropäischer Geschichte zu verbinden, in dessen Zentrum, also in diesem universalhistorischen Ansatz, bleibt trotzdem das Zentrum der Weltenbrand des Zweiten Weltkriegs, wie Sie es genannt haben, und natürlich insbesondere der Holocaust. Ihre historische Vorgehensweise zeichnet sich ja in besonderem Maße auch durch geschichtsphilosophische Überlegungen aus. Überlegungen zu Zeit und Raum der Geschichte, zum Begriff des Narrativs. Und zu Ihrer historischen Methode gehört aber auch die Einnahme ungewohnter Perspektiven. Nur ein Beispiel, so beginnen Sie Ihr großes Buch über das 20. Jahrhundert mit einem Blick von der Peripherie auf das Zentrum. Das heißt, Sie beginnen die Erzählung nicht in den großen Zentren Berlin, London, Paris, sondern blicken von Odessa auf, vom Rande Europas auf das Zentrum. Und diese ungewöhnliche Perspektive schafft es natürlich auch, einen neuen Blick auf die europäische Geschichte zu eröffnen. Und so ist auch die Idee von Raphael Groß, dem Präsidenten des Deutschen Historischen Museums, entstanden, Sie zu bitten, auf das zentrale Thema unseres Museums, die deutsche Geschichte, insbesondere in der Moderne, sozusagen zu schauen und ein Konzept zu entwickeln, wie wir mit neuen Perspektiven auf die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts blicken können. Und Sie haben sich eben dann auch nicht auf das 20. Jahrhundert beschränkt, sondern haben ein Konzept entwickelt, das eben 1989 beginnt und rückwärts schreitet bis zum Jahr 1848. Und sich in diesem Konzept eben mit ausgewählten Zäsuren oder Wendepunkten der deutschen Geschichte beschäftigt. Vielleicht zu Eingang die Frage, was unterscheidet diese Darstellung der deutschen Geschichte von vielleicht üblichen Darstellungen deutscher Geschichte? Es geht ja im Wesentlichen darum, ein Argument zu entwickeln. Ein Argument hinsichtlich der deutschen Geschichte, die mit der Frage verbunden ist, haben die Dinge sich derartig entwickeln müssen, wie sie sich entwickelt haben? Gab es so etwas wie eine Zwangsläufigkeit oder zumindest eine Notwendigkeit in der deutschen Geschichte, sich derartig katastrophisch einerseits zuzuspitzen und auf der anderen Seite doch eine relativ, ich würde sagen, gelassene, um nicht zu sagen glückliche deutsche Geschichte nach 1945 oder 1949, zumindest was die westdeutsche Geschichte angeht, aber seit 1989 natürlich dann die gesamtdeutsche, eigentlich als eine sehr glückliche Geschichte angesichts des Hintergrundes der Zeit davor. Und das hat mich bewegt, sich der Frage nachzugehen, inwieweit man in der historischen Darstellung der Wirklichkeit natürlich verbunden sein muss. Es geht ja darum, die Realität abzubilden. Aber letztendlich an bestimmten Punkten, die man als Wendepunkte begreifen kann, verstehen kann, auch vor dem Hintergrund des Verständnisses der Zeitgenossen zu erkunden, inwieweit sich doch andere Möglichkeiten in diesen Wendepunkten verborgen hatten, die unter Umständen der Geschichte eine andere Richtung hätten geben können. Das heißt, es geht nicht darum, eine alternative, spekulative Geschichte zu entwickeln, sondern um dieses Bild vielleicht zu verwenden, ja, im Schutze des Geländers, an dem man sich festhält, nämlich der Realität, sich über das Geländer zu lehnen
um sozusagen eine gewisse Devianz zu erkennen, aus der heraus wie ein Keim sich doch eine andere Geschichte jeweils hätte entwickeln können. Insofern hat das natürlich eine spekulative Bedeutung, gar keine Frage, denn man wendet sich über das hinaus, was geschehen ist, aber man bleibt daran haften. Und insofern sollte sich, das ist jedenfalls die Absicht dieser doch didaktischen Vorgehensweise, ja ein Blick auf die Geschichte, deutschen Geschichte insofern verändern, dass man die gewesene Realität neu in den Blick bekommt. Also so, wie es gewesen ist, aber doch mit einer gewissen Distanz eine mögliche Alternative oder mögliche Alternativen zu denken. Deswegen glaube ich, dass sich das historische Bewusstsein ja nur noch schärfen kann anhand dessen, wie die Ausstellung vorgeht. Schärfung der historischen Urteilskraft ist natürlich ein wichtiges Stichwort für uns. Das ist sozusagen die Überschrift des Gesamtprogramms eigentlich des Deutschen Historischen Museums. Und diese Ausstellung dient eigentlich in besonderem Maße, über Geschichte nachzudenken. Sie haben für dieses Nachdenken 14 Zäsuren, Wendepunkte ausgewählt. Deshalb vielleicht die Nachfrage, was kennzeichnet eine Zäsur aus? Und vielleicht nochmal, um das in die Gegenwart zu führen. Bundeskanzler Scholz hat ja nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine von einer Zeitenwende gesprochen. Würden Sie, das ist natürlich spekulativ, Zeitenwende auch als Zäsur sehen? Ja, unbedingt, zumindest was die Wahrnehmung der Zeitgenossen angeht. Und davon gehen wir ja aus. Wie haben die Menschen jeweils in ihrer Zeit eine Wende wahrgenommen? Also jetzt nicht im Nachhinein, dass der Historiker, die Historikerin das Geschehen im Nachhinein rekonstruiert und dann feststellt, aha, damals hat es etwas gegeben, was eigentlich die Zeitgenossen gar nicht bemerkt haben, was von großer Wichtigkeit gewesen ist, sondern was wurde denn in der Tat realisiert. Und ich denke, dass der 24. Februar 2022 im Bewusstsein der Menschen doch als eine Wende wahrgenommen wird, weil etwas geschehen ist, was die Menschen ihrer, ich würde sagen, ihren Zukunftsvorstellungen und Zukunftsplanungen ja, erschüttert hat und ergriffen hat. Und insofern ist das unter einem Wendepunkt zu verstehen. Die Zeitgenossen empfinden, meine Lebensplanung ist nicht mehr so gewiss, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und aufgrund dessen, die Ausstellung ist darauf aufgebaut, welche Dinge treten ein, von denen man ausgehen könnte und auch aussagen könnte, dass sie einen Charakter eines Wendepunktes haben, wobei es nicht im Wesentlichen darum geht, die Wendepunkte oder den Wendepunkt darzustellen, sondern die in diesem Wendepunkt eingelassene ja, Möglichkeit einer doch anderen Entwicklung. Und diese Spannung zwischen dem Gewesenen und dem Nicht-Eingetretenen, aber mit der historischen, würde ich sagen, Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit, das Gewesene doch zu bewahren, ist, denke ich, die Ausstellung aufgebaut, in diese Richtung bewegt sie sich und sie soll die Besucher letztendlich in ihrem historischen Bewusstsein und ihren Vorkenntnissen erschüttern, insofern, dass sie die Ausstellung ja in umgekehrte Richtung begehen. Sie beginnen ja, wenn man so will, in der historischen Gegenwart, ja, 1989 und laufen diese Gegenwart zurück. Das heißt, man kennt die Bilder, aber die Geschichte scheint ja, in einer umgekehrten Richtung führt sie letztendlich zu einer Verfremdung, vielleicht sogar zu einer Entfremdung dem gegenüber, was man weiß. Sie haben gerade schon das Stichwort 1989 genannt. 14 Zäsuren, Wendepunkte, die in Ihrem Konzept und jetzt auch in der Ausstellung eben dann beschrieben werden in der Fragestellung, welche Möglichkeiten haben sich in der vergangenen Realität aufgetan? Deshalb die Frage, warum gerade diese 14 Wendepunkte, warum 1989 und warum endet es 1848? Naja, es liegt erst einmal an das, was der Historiker, die Historikerin, sagen wir, als Periodisierung verstehen. Also die Einteilung der Geschichte in Zeitbereiche, von denen man den Eindruck hat, dass sie in der Tat zu jenen Veränderungen oder Wendepunkten geführt haben. Und wenn man von 1989 ausgeht und die Vereinigung in den Blick nimmt, aber da den Kerngehalt der Vereinigung
in den Vordergrund rückt, dann geht es natürlich um Freiheit und Demokratie. Und wenn man zurückgeht in die Geschichte, dann hat man einen entsprechenden, man könnte sagen, einen, eine Zeitzäsur, die ein Gegenüber dessen ist, eine Spiegelung dessen, nämlich das Jahr, das Doppeljahr 1848-49, der gescheiterten, wenn man so will, demokratischen, bürgerlichen Revolution in Deutschland beziehungsweise im Bereich Mittel des deutschsprachigen Mitteleuropas. Und insofern könnte man sagen, besteht ein Dialog zwischen dem Endpunkt, der ja ein Anfangspunkt, was die Ausstellung angeht, mit dem Anfangspunkt der deutschen demokratischen Geschichte, der ein Endpunkt wiederum in der Ausstellung ist. Und diese, man könnte sagen, Paradoxie, ja, soll letztendlich die Fragestellung herauskehren und das, was man gemeinhin mit historischer Urteilskraft in Verbindung bringt, nämlich die Unterscheidungsfähigkeit von wichtig und unwichtig und richtig und falsch, moralisch und unmoralisch etc. etc., dass diese Fragen aufgeworfen werden. Und zwar durch die bloße Ansicht bereits Bekannten. Und das ist wichtig. Die bloße Ansicht des bereits Bekannten. Die sozusagen durch die Überlegung der Möglichkeiten natürlich neuen Blick auch sozusagen auf das Geschehene ermöglicht in dem Augenblick. Unbedingt. Ich meine, wir argumentieren und wir leben ja immer in Möglichkeiten. Das wissen wir ja auch als Individuen. Ja, wir stehen immer vor einer Wahl, ja, die wir zu treffen haben, auch im Alltag und natürlich auch in höheren Bereichen. Und insofern ist, würde ich fast sagen, das ist so etwas wie eine anthropologische Konstante. Ja, jeder kennt das. Auch man braucht gar keine Bildung oder Informationen dafür. Ja, was weiß man? Man steht vor einer Entscheidung. Jeder Mensch weiß, was ein Konflikt bedeutet. Im Kleinen, auch im Großen. Und das wird hervorgerufen. Ja, man steht dann da und denkt, mein Gott, warum hat X oder Y oder eine Gruppe oder wer auch immer, in diesem Augenblick so gehandelt. Ja, es hätte doch auch vielleicht anders sein können. Und insofern berührt es, denke ich, einen jeden und eine jede, ja, dass das natürlich Fragen sind, die, ich habe das Wort bereits benutzt, sagen wir mit dieser anthropologischen Konstante der Wahrnehmung, der menschlichen Wahrnehmung in Verbindung steht. Insofern ist die Fragestellung eine universelle. Und macht sich natürlich hier anhand der deutschen Geschichte in besonderer Weise, schlägt sich nieder, weil die deutsche Geschichte eben als besonders katastrophisch gilt. Genau, also dieser Satz, es hätte auch anders kommen können, hat ja genau die beiden Richtungen. Einerseits, man ist erleichtert, dass es so nicht gekommen ist, oder man freut sich, dass es sozusagen in die andere Richtung gelaufen ist. Die Frage ist natürlich, die sich damit verbindet, Sie haben die Revolution von 1848-49 und die gescheitert ist und die glückliche Revolution, die friedliche Revolution von 1989 verbunden. Gibt es trotzdem so etwas wie eine teleologische Entwicklung der deutschen Geschichte oder stellt das nicht gerade dieses Konzept das in Frage? Nein, ich würde sagen, die Absicht ist, diese Teleologie zu durchbrechen. Ja. Ja, es geht ja um vielleicht ein sehr hohes Wort hier zu evozieren, das ist auch wieder ein hohes Wort. Es geht um Kontingenz. Ja, es wird Kontingenz dargestellt. Es wird keine Notwendigkeit dargestellt. Es werden durchbrochene Linien dargestellt. Es wird keine durchgezogene Linie präsentiert. Das heißt, genau darum geht es, immer wieder diese Frage neu aufzuwerfen, die Menschen berührt, in jeder Lage und in jeder Hinsicht musste das geschehen. Ja. Und insofern lässt sich vielleicht diese Zeit, die die Ausstellung präsentiert, ja unterteilen. Auch diese Unterteilung könnte man als fast teleologisch begreifen, dass es, sagen wir, eine katastrophische deutsche Vorgeschichte gab, die mit dem Jahr 1945 endet, und eine doch sehr glückliche Geschichte, die bis in die Gegenwart anhält und von der wir hoffen, dass es auch so weitergeht, obwohl eben die Zeitenwende, von der wir ja sprachen, eine Unterbrechung ankündigt, dass diese erwartete Kontinuität sich nicht so entwickeln wird, wie die Zeitgenossen es lange über Jahrzehnte jetzt angenommen haben. Und insofern ist die Ausstellung, obwohl eine historische Ausstellung über die deutsche Geschichte, eine hochaktuelle Ausstellung, ja, weil sie die Fragen aufwirft, die die gegenwärtige und die zukünftige Generation mit denen konfrontiert sein werden.
Sie haben gerade den Begriff der Kontingenz, der, glaube ich, für diese Ausstellung eine ganz zentrale Rolle spielt. Kontingenz, Zufall, wenn man es so alltagssprachlich übersetzen will. Aber Historiker schauen ja immer auf die Geschichte und die meisten Darstellungen sozusagen weisen nach, dass es so, wie es gekommen ist, auch kommen musste irgendwie. Und dieser Aspekt des Zufalls, der Kontingenz, darüber denken Sie ja intensiv nach. Vielleicht kann man das noch mal ein bisschen fassen. Wie würden Sie diese Rolle der Kontingenz beschreiben für die historische Entwicklung, gerade gegenüber diesen langfristigen zum Beispiel sozialen oder ökonomischen Entwicklungen, die ja auch immer eine Rolle spielen und wo vielleicht eine andere Form von langfristigen Zwangsläufigkeiten gegenüber der Ereignisgeschichte, die ja doch auch auf den Moment bezogen ist. Ich denke, es hat einmal sehr viel. Es ist natürlich ein allgemeines Phänomen, dass Menschen, sagen wir, die Zusammenhänge, mit denen sie im Alltagsleben, aber auch darüber hinaus konfrontiert sind, in einen Zusammenhang gerne stellen wollen und darüber zwar keine Zwangsläufigkeit, aber doch eine gewisse, sagen wir, Notwendigkeit erkennen. Das hat fast, man könnte fast sagen, mit Gravitation etwas zu tun. Ja, es geht nun mal in eine bestimmte Richtung. Ja. Für die deutsche Geschichte oder genauer für die deutsche Geschichtsschreibung ist das noch ein wichtiges Moment, weil über lange Jahre und Jahrzehnte aufgrund von, die Dinge sind zu verstehen, so etwas wie die Sozialgeschichte und die Wirtschaftsgeschichte oder die Gesellschaftsgeschichte sehr dominant gewesen sind, die wiederum die ganz großen Bewegungen im Blick haben. Aber da vergehen bestimmte Anteile, die wichtig sind für die historische Urteilskraft. Und das ist nämlich die Entscheidung des Einzelnen oder der Einzelnen und die Verantwortung, die der Einzelne oder die Einzelne haben jeweils in bestimmten Situationen. Und insofern wird hier auch die Verantwortung angesprochen. Ja, Verantwortung ganzer Kollektive, aber auch Verantwortung von Individuen, die sozusagen entscheiden. Ja, und in einer bestimmten Situation an einer Wegscheide standen und so und hätten auch anders entscheiden können. Und diese Dinge werden hier in dieser Ausstellung, man könnte was sagen, unter das Mikroskop genommen. Die Absicht, die damit auch verbunden ist, ist sozusagen auf die mikrologische Situation zu blicken, um darüber einen makrologischen Blick auf die Geschichte zu gewinnen. Das heißt, es geht darum, um Fragen von Verantwortung, von Entscheidung, manchmal auch von unglücklichem Zufall, aber weniger von einer systemischen Notwendigkeit, dass die auch besteht. Ja, also in den ganz großen Bewegungen, das liegt natürlich auf der Hand, gerade auch wenn wir heute, sagen wir, Klimageschichtliches in den Blick nehmen, dann geht es natürlich um ganz große Bewegungen, aber da tritt der Mensch auch zurück, jedenfalls der Einzelne, ja, nicht jetzt gesellschaftlich. In dem Sinne, die Ausstellung ist sehr stark didaktisch, ohne einem didaktischen Konzept zu folgen. Das erfolgt durch die, ich würde sagen, durch die existenzielle Fragestellung, die die Ausstellung stellt. Es geht immer um das existenzielle Moment. Und insofern ist das eine Ausstellung, von der ich meine, die das Politische in die Geschichte wieder zurückführt. Ja, aus der die Geschichte es über Jahrzehnte herausgestoßen hat. Ich glaube auch, dass, ich meine, Sie leiten jetzt eine Stiftung, die Stiftung für Demokratie sozusagen sich nennt. Und gerade diese Frage der Entscheidung, der Verantwortung, auch der moralischen Grundlage von Verantwortung ist natürlich auch ein wesentliches Thema für Demokratie und demokratische Erziehung. Also deshalb hat diese Ausstellung, um das zu ergänzen, natürlich für uns auch sozusagen auch eine wichtige Grundlage, um sich eben auch mit demokratischen Entscheidungsprozessen der Verantwortung des Einzelnen auch auseinanderzusetzen. In unserer Ausstellung ist ein Bild eben das Attentat des 20. Juli von 1944, wo ganz bewusst ein Möglichkeitsraum nicht eröffnet wird. Dahinter steckt natürlich eine programmatische oder eine konzeptionelle Überlegung,
die dazu führt, was ist das Zentrum, wenn man so will, des Nachdenkens über deutsche Geschichte, ist der Holocaust, ganz unzweideutig. Welche Rolle spielt in Ihren Überlegungen die Auseinandersetzung mit dem Holocaust? Und warum ist am 20. Juli 1944 in unserer Ausstellung kein Möglichkeitsraum eröffnet? Ja, das ist eines der Bilder, die keinen Möglichkeitsraum aufweist. Es gibt ein anderes, das nicht so scharf konturiert ist wie dieses über den 20. Juli, nämlich der Ausbruch des Ersten Weltkrieges, in dem auch, sagen wir, unsere Fantasie erlahmt, was hätte getan werden können, noch um den Krieg zu verhindern. Am 20. Juli, wie wir wissen, gescheitert das Attentat auf Hitler. Die Verschwörer bei Gelingen des Attentates und eines Putsches wäre der Krieg frühzeitig beendet worden. Wie man weiß, sind die meisten Opfer in Deutschland, sowohl Militär wie Zivil, in der Zeit danach bis zum 8. Mai 1945 zu erbringen gewesen. Aber man stößt dann an eine Grenze, würde ich sagen, nämlich an die Grenze dessen, dass im 20. Juli 1944 das, was wir später als Holocaust bezeichnen, bereits vollzogen war. Es gibt noch Ausläufer, aber die sind nicht mehr das, was wir sozusagen den Kern des Ereignisses begreifen. Und sich damit, wenn man so will, zwei nicht nur Geschichtsbilder, sondern auch eine moralische Frage aufgeworfen wird. Der 20. Juli war insofern dann nur ein deutsches Datum. Ja, so deutsch wie eben auch in einer Umkehrung der deutsche Nationalsozialismus deutsch gewesen ist. Ja, nämlich die Bewahrung jetzt der Menschen. Aber ich glaube, dass die Ausstellungsmacher insgesamt, wir, nicht davon abgehen konnten, ein Bild für den Holocaust zu schaffen. Und ein eigenes Bild war nicht möglich. Es gab keine Alternative in dem Sinne. Es bot sich keine historische Ereignisalternative an. Und insofern haben wir das Bild des Holocaust mit dem des 20. Juli verbunden und damit, wenn man so will, eine Beziehung herbeigeführt, die nochmal dieses Datum befragt. Also als Nachfrage oder zum Verständnis, es gibt kein Bild, das man als Entscheidung zum Holocaust oder gegen den Holocaust nennen könnte. Sie haben ja selbst einmal den Satz geprägt, der Holocaust ist kein Narrativ, sondern eine Statistik. Vielleicht ist das ganz gut, da nochmal drauf einzugehen. Man hätte natürlich, aber da hätte es auch keine Alternative gegeben. Man hätte den 20. Januar 1942, die Wannsee-Konferenz, als Ereignis. Aber da ist schon eine falsche Wahrnehmung der Wannsee-Konferenz, weil auf dieser Konferenz ja nichts beschlossen wurde, was nicht schon längst vorher eingetreten gewesen wäre. Ja, sondern der Holocaust entwickelte sich ja nicht aufgrund, sagen wir, eines konkreten politisch-bürokratischen Beschlusses an einem Tag, zu einer Stunde, zu einer Minute, sondern als eine ausgelöste Tendenz, die dann sich immer weiter radikalisierte, bis sie diesen Höhepunkt erklomm, nämlich der absoluten Vernichtung. Und insofern ist das sozusagen aufklärerisch, um nicht zu sagen didaktisch sinnvoll gewesen, den 20. Juli mit dem Holocaust zu konfrontieren. In Ihren Erläuterungen benutzen Sie sehr häufig und so arbeiten wir auch in der Ausstellung den Begriff des Bildes irgendwie. Deshalb vielleicht nochmal die Nachfrage, welche Rolle spielen ikonografische Bilder auch im historischen Denken und wie prägen sie auch unser Gedächtnis, das historische Gedächtnis? Ich denke absolut. Ich denke, dass unsere Vorstellung, nicht zu sagen Fantasie, bildbehaftet ist. Es gibt immer ganz bestimmte Bilder, die sich in unserem Bewusstsein sozusagen ikonisch insofern niederschlagen, als sie ein ganzes Feld um sich herum ausbilden. Ja, es ist dann letztendlich ein Bild, was jenen Eindruck hinterlässt, der auch, sagen wir, sinnstiftend ist. Ja, wir sehen ein Bild und dieses Bild prägt sich uns ein. Hier sind natürlich nicht Bilder jetzt im illustrativen Sinne gemeint, sondern es handelt sich um Ereignisse, die sich derartig verdichten, dass sie sowohl ein Datum haben, weitestgehend, also ein ikonisches Datum, sagen wir
33, wenn ich die Jahreszahl sehe, dann ist ein ganzes Feld, was sich um diese Zahl herum ausbildet. Es sind aber Ereignisse, von denen, glaube ich, ein jeder und eine jede irgendwie mal was gehört haben. Ja? Und insofern bringen sozusagen die Besucher ein Vorwissen mit, über das sie sich selbst noch nicht aufgeklärt haben. Das heißt, sie entdecken sich selbst dabei, indem sie sagen, das kommt mir bekannt vor. Und das, was mir bekannt vorkommt, wird jetzt hier sozusagen, was meine Gefühle, die mit den jeweiligen Bildern in Verbindung stehen, die werden jetzt neu justiert. Ja? Oder sie werden konterkariert. Ja? Aber auf alle Fälle geschieht mit ihnen etwas. Und indem mit ihnen etwas geschieht, geschieht mit den Besuchern etwas. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig auch zu betonen. Es geht immer darum, dass diese Möglichkeit, die wir aufzeigen, trotzdem Teil der vergangenen Realität gewesen ist. Ich glaube, das ist dieser Gedanke ganz wichtig. Deshalb vielleicht nochmal die Nachfrage, dieses sich rantasten. Sie haben vorhin das schöne Bild des Geländers benutzt. Wie unterscheidet sich das von der kontrafaktischen Geschichtsschreibung, die ja durchaus auch ihre Berechtigung hat und wo es ja sehr schöne Beispiele für gibt? Ja, kontrafaktisch bedeutet in dem Sinne, dass man das, was geschehen ist, sozusagen in eine ganz andere Richtung verlaufen lässt. Man erzählt eine ganze Geschichte, die anders gewesen wäre. Hier geht es nicht darum, eine andere Geschichte zu erzählen. Es geht im Gegenteil darum, das, was gewesen ist, schärfer in den Blick zu bekommen, dadurch, dass man eine Möglichkeit gewahr wird, um sich von dieser Möglichkeit her wirklich wieder der Wirklichkeit zuzuwenden. Ja, es geht also darum, das Bild des Geländers hier nochmal aufzunehmen. Das Geländer schützt einen sozusagen vor dem Fall ins Nichts, also hier ins Falsche, aber gleichzeitig lehnt man sich über dieses Geländer. Ja. Und das bedeutet, man schaut über das hinaus, was durch das Geländer gestützt und geschützt wird. Das ist die Spannung, die in der Ausstellung zur Geltung kommen soll. Genau. Das ist auch immer wieder ein Nachdenken, wie weit trauen wir uns sozusagen in eine nicht geschehene Zukunft eines damaligen Ereignisses irgendwie. Aber das ist für uns, glaube ich, ganz wichtig zu zeigen, diese Möglichkeit, die wir aufzeigen, ist Teil der vergangenen Überlegungen, Teil der vergangenen Realität gewesen. Also dieser Zusammenhang zwischen Möglichkeit und dem, was geschehen ist, das ist so die Spannung, die immer wieder auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Es geht im Wesentlichen darum, den Blick für die gewesene Wirklichkeit über diesen Zugang zu schärfen. Es geht nicht darum, eine andere mögliche Wirklichkeit der gewesenen Wirklichkeit entgegenzustellen. Genau, und damit aber auch sozusagen einerseits zum Nachdenken, aber vielleicht auch zum, wenn man so will, zur Verunsicherung anzuregen, weil das führt ja zum Nachdenken. Vielleicht als Abschlussfrage, die ja sozusagen zum Eingang wieder zurückführt, vielleicht sagen Sie mal, warum ist die Ausstellung eigentlich heute besonders relevant? Die Ausstellung ist besonders relevant aus zweierlei Gründen. Einmal, dass wir uns in der Tat jetzt, man könnte fast sagen, an einer Art von Gletscherspalte befinden einer Zeitenwende. Das, was früher gültig war, ist heute nicht mehr gültig. Also was, sagen wir, noch vor einem Jahr gültig war, ist nicht mehr gültig. Das heißt, wir stellen uns auf etwas Neues ein, was wir noch nicht kennen. Das löst beim Publikum oder in der Öffentlichkeit das Bewusstsein der Unruhe aus. Auch wenn diese Unruhe die Bevölkerung noch nicht ergriffen hat, lassen sich schon Spuren erkennen, die in die Zukunft weisen, die zumindest, sagen wir, das Behütete, unsere Vergangenheit als vergangen erscheinen lassen. Wir blicken also einer Zukunft entgegen, die wir nicht kennen und nicht kennen, das ist bei jeder Zukunft der Fall, aber dass wir immer weniger an Bekannten aus der Vergangenheit in die Zukunft hin verlegen können. Und dadurch nimmt die Unsicherheit zu. Das ist ein wichtiges Moment. Zum anderen, dass deutlich wird, dass man mit Gewissheiten, die man vielleicht über bestimmte Urteile hinsichtlich der Vergangenheit leichtfertig geäußert hatte, mal früher, ja, dass diese leichtfertig geäußerten Urteile doch mit einer gewissen Form, sagen wir, der
fällt mir das englische Wort an, Humbleness. Ja, also Demut oder? Ja, in einer gewissen Form, sagen wir, der fällt mir das deutsche Wort nicht ein, zu bedenken sind. Ja, und insofern trägt sie dazu bei, eine gewissen Form, sagen wir, der Bescheidenheit in der Beurteilung des Handelns von vergangenen Personen und Persönlichkeiten zu entwickeln und damit sich selbst gegenüber. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich und bin sehr gespannt auf die Diskussionen, die diese Ausstellung mit Sicherheit auslösen werden.